Branding ist ein langer und oft komplexer Prozess. In Michaelenbach stehen dafür bei Evelyn Doll ganz besondere tierische Begleiter zur Verfügung. Das hat sich durch meine Arbeit als Trainerin, als Pferdetrainerin entwickelt und ich habe gesehen, wie sehr die Pferde zum Beispiel ihre Besitzer spiegeln bei meiner Arbeit als Pferdetrainerin. Und habe dann auch durch meine Ausbildner mit dieser Methode Bekanntschaft gemacht und bin dann nach Deutschland gegangen und habe die Ausbildung gemacht, um als Horse Assisted Coach arbeiten zu können. Das Pferd agiert hierbei als Partner und spiegelt gnadenlos das eigene Team- oder Führungsverhalten. Ja, die Pferde scannen ihr Gegenüber innerhalb von Sekundenbruchteilen und geben ehrliches und wertfreies Feedback. Das heißt, die schwindeln da nicht, die sehen nur, was wird nonverbal kommuniziert. Ist das echt? Ist das authentisch? Ist das echtes Führungscharisma? Ist das echter Teamgeist? Und je nachdem kooperieren sie dann, machen mit oder sie verweigern sich auch. Das Coaching wird individuell gestaltet, entweder als Führungskräftetraining oder als Teambuilding-Veranstaltung. Ja, sag ich mal, es war natürlich eine ganz interessante Erfahrung mit einem Pferdeaufgabe lösen, nonverbal mehr oder weniger und mit Vorleben. Sag ich mal, was mich persönlich mitgenommen habe, war einfach in der Ruhe liegt die Kraft und wirklich vielleicht oft einmal raussteigen aus der Situation, das Ganze betrachten und dann neu entscheiden und agieren. Also für mich persönlich, ich habe extrem viel mitnehmen können. Also ich bin hergefahren zu dem Seminar und habe eigentlich gar nicht gewusst, was mich da heute erwartet. Aber es ist ein Wahnsinn, wie sensibel eigentlich Pferde sind und was ich persönlich heute alles mitnehmen können habe. Bei den Führungskräften ist es so, dass man schaut, mit welchem Führungscharisma führt der, mit welchem Führungsstil, wo kann er sich verbessern, wie kommuniziert er nonverbal. Und bei den Teams schaut man, wie ist der Teamgeist, wie kooperiert das Team, wie funktioniert das, wo gibt es Verbesserungspotenzial. Was bleibt, ist eine außergewöhnliche Erfahrung und neue Sichtweisen auf die Zusammenarbeit im Team. Wenn man es genau betrachtet, macht das Pferd keinen Unterschied zum Team. Es ist wahrscheinlich genauso ungehorsam, wenn man schlecht führt, wie das Team. Nein, es war extrem lehrreich und ich glaube, es hat sich jeder für sich persönlich auch viel mitgenommen heute.